So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Video. Wie gewünscht über die Mara Detron. Mit mir, dem Christoph und. Natürlich wieder mir, Emanuel, hallo. Ja, diesmal heute ist es so spät, weil wir es einfach mal wieder drauf haben. Ihr kennt das Problem: Testaufnahme, dann funktioniert es, keine Testaufnahme und es funktioniert nicht. War mal wieder der Fall und deswegen dauert das jetzt einfach ein wenig länger. Tut uns leid. Die Mara Detron ist eine Semi-Automatik-Sekundär-Schrotflinte. Ist ein langes Wort. Und ja, leider nicht Hitscan, macht aber Strahl und Schaden. Wenn, also standardmäßig. Dann, wo bekommt bzw. bekam oder wird man die Waffe bekommen? Bei Barrocketeer, also dem Waffen-Void-Trader mit diesen komischen hässlichen goldenen Münzen, ihr wisst schon. Ja, sie hat jetzt 8 anstatt 5 Schuss zur normalen Detron, die man ja vom Harvester oder Sanuka-Jäger oder wie auch immer schon bekommt. Eine Feuerrate von 4,2 statt 3,3. Und dieses animierte Design, was eigentlich das Beste an der Waffe ist. Das sieht man vielleicht ganz leicht, dass das so ein wenig drüber wabbert. Man sieht es aus irgendeinem Grund im Standarddesign bei weitem am besten. Und es ist eigentlich ganz cool, hätte ich mal so grob gesagt. Eigentlich Also das im Beste an Standard der besser. Waffe. Dann gleich mal wieder zu den Werten. Die Waffe, wie gesagt, macht 105 Strahlungsschaden. Nicht pro Projektil, sondern pro Ladung. Das heißt einmal ins Gesicht, beziehungsweise auf den Bauch. Und es sind 105 Schaden. Mit dann einer gewissen Chance Strahlung eben. Kennt das ja. Ja. Da die Waffe ja eine Elementarwaffe ist, hat sie keine Standardschadensart, das heißt Schnitt, Durchschuss oder sowas. Sie hat 4,2 Schuss pro Sekunde, was für eine Sekundärwaffe, beziehungsweise für eine Schrotflinte verdammt hoch ist. Hat eine Nachladezeit von einer Sekunde, niedrig. 10%ige Statuschance, das ist eigentlich relativ normal bei Waffen, die Elementarschaden standardmäßig haben. Sie trifft die 2,5% kritisch und macht dann mal 1,5 Schaden. Das ist beides, könnt ihr euch ja denken, verdammt wenig. Aber gut. Und dann zum Schluss, ja, hat die Waffe leider noch keine Polaritäten. Was eben eigentlich auch schade ist. Dann, was gut an der Waffe ist, naja, sie sieht auf jeden Fall sehr gut aus, da kann man mal nicht meckern, vor allen Dingen das Animierte. Generell animierte Sachen sehen meistens doch ziemlich gut aus in Warframe. Das muss man ihnen lassen, das haben sie echt drauf. Naja, dann die Feuerrate ist noch ganz okay und Strahlungsschaden, wenn man gegen Grenier spielt. Aber mehr leider kann sie dann auch nicht. Ist halt die Frage, ist Elementar ist wirklich nur gut, wenn man gegen Grenier spielt, weil teilweise gibt es halt sogar noch Minusschaden, was die Waffe dann einfach nutzlos macht. Aber wie gesagt, gegen Grenier ist sie stark. Dann, wie ihr die Waffe am besten moddet, da gibt es eigentlich nicht so viel Großes. Ganz normaler Schaden, also Hornissenstich, Laufstreuung, tödlicher Schwall. Und dann noch das passende Elementar. Das heißt, ja, machen wir noch ein Video zu, das kommt nächste Woche Freitag. Wenn euch das interessiert, schaut euch das an. Es würde auch einfach zu lang dauern, das in jedem Video noch einzeln zu erläutern. Dann, ob man sich die Waffe zulegen soll, als Sammlerstück, weil es halt in gewisser Weise eine seltene Waffe ist. Ja. Zum wirklich Spielen, naja, nein. Aber es ist trotzdem an sich eine tolle Waffe und ihr könnt sie ja mal ausprobieren, wenn sie mal wieder da ist. Ist ja dann doch nicht so teuer, außer ein bisschen Credits. Ein bisschen. Nee, also ich denke auch, die Waffe ist auf jeden Fall eine, die man sich mal anschauen sollte. Ich habe auch, wie eigentlich bei fast jeder Waffe, ein paar Gemaxte gesehen, die dann auch wirklich richtig viel Schaden machen. Unsere ist jetzt leider nicht beschleunigt, nicht geformt, sondern einfach so, wie man sie bekommt. Natürlich Max, ganz klar. Aber ich denke, die Waffe ist, ihr hättet mal gesagt, der oberen Hälfte der Waffen. Man kann sie sich einfach mal anschauen. Sie ist zumindest nicht scheiße. Ja. Wir kennen Schlechteres. Viel Schlechteres. Ja, dann kommentieren dürft ihr auch, wenn wir das am Freitag definitiv nicht machen werden. Liken, wie immer, ja, könnt ihr auch mal wieder tun. Und abonnieren, der Knopf ist auch immer da, keine Ahnung.
für was der gut ist. Der ist so, also falls ihr das nicht wisst, vielleicht liegt es ja daran, dass wir so wenig Abonnenten haben. Der Knopf ist links unter dem Video so ein bisschen. Müsst ihr mal schauen, der ist knallrot. Würde uns freuen, wenn ihr den mal anklickt. Wenn ihr ihn gefunden habt, dann wissen wir, dass ihr ihn gefunden habt. Und ich glaube, der Like-Button ist kaputt, das müsst ihr mal ausprobieren. Ja, da haben wir auch immer voll wenig, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe jetzt schon die Hate-Kommentare. voll unnötig. Und Servus. Ciao.